you can get a profession in many different subjects, but I think music really is above everything else. Moin, ihr Lauser, und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und ich bin wieder hier in Island. Genauer gesagt in Laugarbakki, wo seit 2014 das Northern Pong Festival stattfindet. 2014, auf der ersten Auflage, hatte ich die große Ehre, mit meiner Band auftreten zu dürfen. Und jetzt hat Ernie mich gefragt, ob ich wiederkommen möchte. Es wäre verrückt gewesen, das Angebot auszuschlagen. Genauso verrückt wie dieses Festival ist. Und dieses Festival möchte ich euch ein bisschen näher bringen, vielleicht sogar ergründen, was die isländische Seele ausmacht, was Island überhaupt ausmacht, woher die Inspiration kommt. Und wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie das hier alles so angefangen hat mit dem Black Metal, mit dem Metal in Island. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ani, wir sitzen hier in deinem Elternhaus in Laugarbakki, wo du und dein Team seit 2014 schon das Northern Pong Festival veranstalten. Wie geht's dir dieses Jahr? Sehr gut, aber ich muss sagen, das habe ich ein paar Mal gedacht jetzt über das, wie kann das jedes Mal klappen? Wie kann das jedes Mal klappen mit einer Gruppe von Chaoten und Freiwilligen, dass das dann alles immer, dass das dann funkt, ne? dass es dann Klick macht und diese geilen Bands zu sehen, das wäre halt anders nicht möglich, ja. Weil wir einfach so wirklich nur das buchen können, worauf wir Bock haben. Ich bin jetzt ja auch schon seit Freitag hier, habe das alles beobachtet, jeder packt an, da wird in der Küche gearbeitet, sauber gemacht und habe mich auch mit einem Isländer unterhalten, der jetzt in Deutschland auch schon lange Jahre wohnt, du ja auch. Und der erzählte nämlich, dass, ja gut, er ist da auch schon eher einer aus so deutscher Gewohnheit, so da macht man Pläne, da hat man dann auch einen Plan B und einen Plan C, wenn es nicht funktioniert. Und ich fragte ihn, ist der Isländer dann so, ja komm, wir gucken mal und wenn es nicht klappt, schauen wir weiter. Ist das schon so? Ja, ich hatte, wir hatten eine, ja, also wir planen schon und wir planen lange und wir planen viel und dann kommt es eh anders. Ja. Aber es ist wichtig, einen Plan zu haben, von dem man, wo man dann weiß, wo man von den abweicht. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt wir hatten das erste Mal jetzt elektronische Musik, also Musik, die Strom braucht, an dem Lagerfeuer bei dem Schwert. Und dafür haben wir einen Generator und wir haben den und seit letztem Jahr, weil wir letztes Jahr auch draußen machen mussten wegen also in kleineren Rahmen und so, hatten wir einen Zugang zu einem Generator, der das generiert. Okay, gut. Und jetzt ist es 3 Stunden vor dem Lagerfeuer und so schaue ich zu gucken, meine Kumpel so anzubieten, hey, wir müssen jetzt den Generator da hochbringen und dass der anspringt und gucken, dass alles okay ist. Und dann ist 2 Stunden, bevor das Lagerfeuer anfängt und die Musik anfängt und da haben wir den da oben und der springt nicht an. Okay, vielleicht ist die Batterie kaputt. Okay, dann brauchen wir Starterkabel und dann suchen wir das Starterkabel und dann fährt man das Auto da hoch und startet mit dem Kram. Und dann startet das auch und es ist jetzt 1,5 Stunden, 1 Stunde bevor es anfängt. Und das klappt auch, dann nimmt man das Starterkabel weg und dann geht er aus. Ja. Und dann nochmal das Starterkabel, funktioniert. Und da kommt ein Kollege von mir, völlig über, musste, also gestern hat er gespielt, heute spielt er nochmal. Und am Freitag hat er gesagt, ey, jetzt ist mein Tag zu. Ne? Und der kommt da, was macht ihr hier wieder Scheiß, es ist immer ein Scheiß bei euch. So, weil er uns einfach über die Jahre erlebt hat, wo er sowas machen. Und er hat gesagt, was ist das Problem? Ich weiß nicht, was die Einstellung, was ich hier falsch mache, dass einfach, der geht immer aus, wenn ich das von dem Auto entkopple. Ne? Dann lass das Auto einfach an. Ach so. Ja, stimmt. Okay. Ja. Und das saß mir wirklich 1 Stunde davor, das zu regeln. Aber das funktioniert dann immer. Aber ja,
Man plant und plant, aber die Flexibilität ist und die Spontanität, es ist doch, ich finde auch, manchmal sind doch einfach Bands aufgetreten, wo eine Lücke war und die haben gesagt, hey, und die bauen da auf und dann spielen die irgendwie. Das ist etwas, was ich, dass dann entstehen Momente, die nicht reproduzierbar sind. Also es ist wirklich die Energie in dem Moment, das ist das, was passiert. Das ist etwas, ja, ich finde es schön, dass dann vieles entsteht, was man halt nicht so einfach bestellen kann oder mit Geld kaufen kann, sondern das entsteht aus der Gruppe, die da ist und die das macht und ja, so wie die Kunstwerke, so die sitzen da und hören sich Musik an und zeichnen das und dann wird das auf die Wände geklebt und dann entsteht irgendwie was, was man, ja, es braucht beides, das ist dieses Yin und Yang immer wieder von das richtige Gleichgewicht zwischen Struktur und Chaos, wenn das Gleichgewicht zwischen den zwei stimmt, da entstehen die Funken. Oder da ist ja. Das ist was ich gerne mache. Ja, und während ihr versucht hattet, das Gerät zum Laufen zu bringen, haben wir ja nach Holz gesucht. Und dann sollten wir das Lagerfeuer irgendwie am Laufen halten. Und wir hatten noch 2 Stunden und eigentlich nichts mehr. Und ich dachte schon, das wird doch nie was. Dann haben wir Paletten gefunden, haben die da hingestellt. Dann brauchtet ihr aber eine Palette, um den Generator zu stellen. Wir hatten noch weniger. Dann bin ich kurz weggegangen, kam dann wieder und irgendwer, woher auch immer, hat ja plötzlich einen Riesenberg Holz dort gehabt. Und es hat alles funktioniert am Ende. Und dann hat eine tolle Band gespielt, so sehr ritualistisch und schöner Gesang, der sich dann nachher aufgebaut hat in seinem ultra düsteren Chaos endete. Mhm. Und das war wirklich sehr schön. Also mir haben die Knochen wehgetan. Es war kalt. Ich war unglaublich müde, weil ich seit fast 24 Stunden wach war. Ein ganz tolles Erlebnis. Well, Death Metal died in sort of 1993. Death Metal had been big here in from 90 till 93, and we had been in Death Metal bands, and of course, you know, following the whole European scene, and you would see the rise of Black Metal in Norway. We became interested in it, sort of in around 93-4, and there had never been a black metal band here. There was no metal scene, so there's no clubs or no record labels or no shows and anything. This was fairly new. I mean, hearing Blaze in the Northern Sky and when The Mysteries from Sadness came out, and it was just fairly new, interesting. Just like death metal had been early 90s, so it was fresh, very fresh, becoming a, you know, playing black metal and sort of second wave of black metal if you count Venom as the other ones as the first one. So we were sort of playing black metal here from 94-5. Then of course, you know, we just started embracing all the styles and. But it was kind of lonely, there was no scene and no band here. Jetzt hast du schon so viel angesprochen. Du hast das gerade mit der Kunst verglichen, mit Bildern, die man aufhängt. Und was ihr gemacht habt, das hat man auch nicht auf jedem Festival. Ihr habt Tische aufgebaut und dort Papier und Stifte hingelegt, dass jeder, während die Musik spielt, malen kann. Mhm. Was ihr dann auch aufgehängt habt. Mhm. Ja, das ist, was wir gerne... Und das sind einfach Ideen, die entstehen, aber die haben auch natürlich... gewisse Vorgeschichte oder ist ein bisschen aus der Stimmung in der Gruppe. Es ist, das werden noch viele, aber das kennen eigentlich alle, Mann. Es ist halt dieses Schöpferische oder, ja, das ist alles irgendwie miteinander verbunden. Ich meine, Lyrik und Musik, das passt irgendwie zusammen. Die Texte ändern die Wahrnehmung von der Musik und das Cover, das man zuerst sieht, das ändert ja auch die Wahrnehmung von dem und das hängt alles irgendwie zusammen. Deshalb ist irgendwie, warum sollte man auf einem Musikfestival
nur die Musik präsentieren. Und wenn man sagt, wir wollen eine Bühne zur Verfügung stellen für die Underground-Szene, um zu zeigen, was gerade so los ist in der Underground-Szene, was für neue Innovationen oder auch tolle Sachen, die einfach entstanden sind oder alte Sachen wiederentdecken, also dann warum sollte man das, was in der Underground-Szene, nur auf die Musik reduzieren? Oder war das war ja also eigentlich nie eine Frage, dass dann lädt man auch ein oder spricht an, die halt die Plattencovers machen und ob die auch mithelfen und ob sie den vielleicht den Banner malen oder und dann sagt einer, ja, aber warum soll ich das alles machen? Das können doch auch die Gäste einfach machen. Also wir bringen einfach das Zeug und du kennst doch die Leute, die können alle, das können das alle. There's a certain kind of spirit that I think mostly comes from our inspirations. We are a small scene and we know each other very well and we share a similar taste. Before Facebook there used to be this online forum where guys like me and the Svarti Dauði guys and Carpe Noctem, like everybody was just talking shit and posting YouTube links to whatever they were listening to. So like everybody knew what everybody else was listening to. So it was a lot of shared interest. And this I think might have had an impact on how all these bands have a similar sound in that sense, if you know what I mean. Mm-hmm. And when the Icelandic black metal scene that we know today, when it was starting to mark its beginning, Noevdia, the French label that we are on now, they were releasing best black metal, like top tier stuff compared to anything else that was coming, and this was like a hot topic in Iceland, so everybody loved Casus Luciferi and Funeral Mist, whatever, like all these bands surrounding that kind of that circle that was inspiring our scene. And you know, there's this very classic that everybody compares the guitar sound to Despel Omega, and it's basically for every new band today. If there's some dissonance in the melodies, it's like, it sounds like Despel Omega. And of course, it makes sense. And I'm just rambling. International, aber der Schwerpunkt liegt schon deutlich auf isländischen Bands. Mhm. Sagt es auch, dass dir das wichtig ist. Was mir aufgefallen ist, zum einen eine wahnsinnige Kreativität, eine unglaubliche Abwechslung. Mhm. Du hast von Elektronikkünstlern über Noise-Künstler, über eine richtig geile Skate-Punk-Band, die noch gespielt hatte, bis hin zum finstersten Black-Metal-Band, mhm, auf der Bühne steht. Trotzdem bei all den Künstlern, bei fast allen Künstlern zieht sich bei mir so eine gewisse Düsternis durch. Mhm. Also scheint es irgendwo so zu sein, dass so der isländische Underground irgendwo sich aus einer gewissen Dunkelheit nähert? Also man hat keine Berührungsängste damit. Das hat aus meiner Sicht, und das ist wirklich nur meine Sicht, es hat auch ein bisschen was mit der isländischen Mentalität zu tun, und das merkt man auch in isländischen Filmen, isländischen Gedichten, sogar in der Nationalhymne, bei unseren Gute-Nacht-Liedern ist das auch drin. Wenn man das als Erwachsener dann wirklich mit anderen Augen liest, dann denkt man so,
Was ist eigentlich in diesem Lied so, gehe zum Schlafen zum letzten Mal und irgendwie sowas und das, und dann merkt man, okay, dieses Lied über den Schlaf handelt eigentlich über den langen Schlaf, ne? Und dass das aber dann irgendwie, dass man dann, ja, von guten Mächten, wenn man von guten Mächten geschützt ist, dann macht man wieder auf irgendwie, da. So, also, aber das ist das eine, ja, das steckt schon in der diese Schönheit auch im Schmerz, dass Schmerz was Schönes ist. Das, ja, in der Nationalhymne ist es irgendwie, und die Blume, die ihren Gott anbetet und stirbt. Die isländische Nation ist eine Blume im Wind, die ihren Gott anbetet und stirbt. Und das klingt furchtbar. Es ist auch, kann man doch sich darüber streiten, ob das, also was man davon hält. Aber es ist schön gemeint. Es ist also wirklich als etwas tragisch Schönes, also so richtig, richtig emotional. Ne? Aber das, ja. Und das ist also ein bisschen von der isländischen Mentalität, dass man sich mit diesen Dunkelheiten und die Märchen, die man den Kindern erzählt, die verschönert man auch nicht, weil das ist bescheuert, das zu verschönern, weil das Leben ist hart und es ist finster und es gibt Monster. Und dass man das durchaus ernst nimmt. Deshalb heißt das nicht so, und wenn man nur so tut, das wäre immer alles ha 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 ha, dann wirst du als Künstler nicht unbedingt ernst genommen, weil dann, es ist einfach so eine Oberflächlichkeit, die aber vielleicht in anderen Ländern zu der Vermarktung dazugehören. Wenn du dich vermarkten willst, dann musst du halt ha 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 heile Welt machen. Und hier kannst du ein richtig erfolgreicher Mainstream-Künstler sein, ohne das irgendwie auszublenden, ne? Was vielleicht wo in anderen Ländern wo der Promoter sagen würde, nein, das können wir nicht machen, das mögen die Leute nicht, hier ist es einfach nicht, dann hole ich mir einen anderen Promoter, ne? Weil das ist, so ist das Leben. Als jemand, der jetzt zu Besuch in Island ist, stellt sich natürlich die Frage, woher die Künstler ihre Inspiration ziehen. Und der erste Gedanke, ich denke, der liegt auf der Hand, ist der, dass du den aus deiner Umwelt herausziehst. Mhm. Jetzt habe ich mich mit vielen Künstlern unterhalten und die sehen das gar nicht so. To me it's my normal surroundings, so I don't really notice it. But it's calm, it's kind of grandiose, like... We don't have very tall mountains, but there's a lot of them. And if you drive the main road around the island, you have the ocean on one side and then mountains on your other side, the whole way that you're driving. That's really cool. And it has, I think it has like a almost daunting presence. Like it's really nice, but I wouldn't say that it really inspired how I make music. I take much more from whatever I'm listening to and whatever pisses me off, you know. People have often asked why do Solstafir sound like we sound? We sound Icelandic, or aren't we so, you know, crazy, inspired by the whole nature and thing? Sure, yes and no. We're mostly influenced by other bands. I mean, we've always been of a sort of, you know, diverse taste of music, you know, being Norwegian black metal or British new wave or French pop music or American death metal or Icelandic rock bands. You are who you are from your background. So it can be either where you grew up, the school you went to, or it can be through your ancestry and your DNA. It can be a lot of different things. We are not from Russia, we're not from Italy, we're not from Chile. So that's, we're from here. And the other people that's mentioned, they're from there. And
I think the Beatles would not have sounded like the Beatles if they came from Rome. So there's lots to do with, you know, where you're from, what sort of upbringing you do, and we kind of take it for granted being able to drive. I mean, obviously we're not in Reykjavik now, but if we were in Reykjavik, I could jump in my car and drive for 12 minutes and I'm on the fucking moon. If you live in New York City or London, that's not the same thing. So we're quite more nature connected without thinking about it. And throughout, like I said, your history, your bloodline, your DNA can affect who you are. We as a country have been living through natural disasters and struggling with crazy cold winters, crazy poverty, volcanic eruptions, poisonous gas. So it's kind of a miracle that we're still here. Same about our horse. Our horse has sort of been the same for 1,000 years, living on a fucking field like that. Nothing, through crazy winters and nuclear winters almost. They're so harsh. So we are who we are because of a lot of things. I don't think I can explain it better than that. But like I said, I mean, the songs are written by four guys in a field rehearsal space. We don't write the songs looking at a bloody geyser or a volcano. So it's in here. We're inspired by what's in here. But everything you see and hear and experience makes who you, makes, you know. Zum Beispiel habe ich sehr häufig gehört, dass die Inspirationsquelle häufig einfach andere Bands sind. Das können dann auch Schweden sein. Und wenn ich so an mich denke, dann würde ich halt auch, also würde mich jetzt jemand fragen, ich wohne auf dem Dorf, Wald überall. Ich ziehe meine Inspiration auch eher weniger aus dem Wald, als vielmehr das so, was ich im Inneren habe. Aber wenn man das so ein bisschen verbindet miteinander, hat die Natur ja einen Einfluss auf das Innere. Was mir aufgefallen ist, irgendwann, weil ich wohne jetzt einige Jahre außerhalb von Island und es tut mir so gut, wieder hier zu sein. Und irgendwann ist mir, ich habe das dann irgendwann auch etwas, bis so, wenn ich hier durch die Gegend fahre oder hier spaziere oder was auch immer und die Flüsse machen, was sie wollen. So ist das. Und das habe ich nie als etwas Außergewöhnliches empfunden, außer nach Jahren jetzt in Kontinentaleuropa, wo die Flüsse dort laufen, wo sie dürfen. Na? Und das ist, wo alles eben durchgeplant ist. So. Und dann machst du das nach den Regeln. Ne? Und hier machen die Flüsse, was sie wollen. Du hast archaische Naturgewalt, kann man ja schon sagen, wenn du die Wasserfälle siehst. Da hast du extra noch gehalten auf der Strecke, wo du uns einen Wasserfall gezeigt hast, der sich so seinen eigenen Weg durch das zerklüftete Gestein bahnt, wo dann noch die Lachse versuchen hochzukommen, dann aber andere Wege gesetzt bekommen, was dann besser kontrollierbar ist. Ja, richtig, ja, genau. Und ich denke, das macht schon was mit einem. Mhm. Ob man in dieser Umgebung ist, wo die Naturgewalten oder die Natur einfach so ihre Dynamik auslebt und das, weil das sind ja andere Algorithmen, die mit denen wir gefüttert werden. Ich meine, als wenn das so und es würde hier und wäre nie einer auf die Idee gekommen, Black Metal nach den Black Metal Regeln zu machen. Das ist widersinnig. Ne? Aber das habe ich in Kontinentaleuropa so oft gehört. So, niemand klatscht hier nicht. Das ist
das ist keine Pop, das ist Black Metal, der klatscht mir nicht. Und man so, okay, ja, ich verstehe, was du meinst, aber würdest du das in Island sagen, dann würden die, weißt du, würden sagen, ja, du machst das ja so nach den Regeln, du machst Black Metal so, wie man ihn machen soll. Aha, ja, dann bist du bescheuert. War eben Freiheit und ich mache, was ich will und mir ist scheißegal, was du denkst. Du könntest hier nie als Black Metal Band Black Metal nach den Regeln machen. Dann ist das wahrscheinlich ein Grund, warum der isländische Black Metal so anders ist. So anders als jetzt der deutsche Black Metal, als der französische, als der amerikanische. Man kann da schon, nicht auf unbedingt immer einzelne Bands bezogen, aber im Ganzen. Und es gibt ja, gerade jetzt so auf Warn Records und Terrator Possessions, da sind so die größeren, wie... Sinmara, Svati Daudi auf jeden Fall. Ich bin mit Namen gerade. Misfirming. Genau. Nada, Forsman und so weiter. Richtig. Forsman, junge Band. Ja. Fantastisch. Hey, ich habe gedacht, als wir vor, was war das? 2009? Nee. Egal. Wo wir, war vielleicht auch in der Covid-Zeit, wo wir die Anfrage, doch, das war das erst 2020, haben wir dann eine Anfrage bekommen und ich wusste, weil ich die so ein bisschen den Namen von und also irgendwelche jungen Jungs, die Black Metal machen. Und ich so, oh, brauchen wir wirklich noch eine Black Metal Band in Island? Also, oder überhaupt brauchen wir noch eine Black Metal? Und weil die so jung waren, irgendwie 18, dann dachte ich so, oh, das wird irgend so ein Second Wave Black Metal Imitation. Na gut, okay, aber ich höre es mir mal an. Und so, fuck. Und es war so, einerseits war ich so richtig so, diese Kack-Jungen, Leute, warum machen die das so gut? Weißt du? Fuck you! Du bist 18! Ne? Und das ist dein erstes Demo, das du uns schickst. Ne? Warum ist das jetzt so, schon so gut, du Arsch? Und andererseits irgendwie so, hey, wie geil, es geht weiter. This is a little bit of a political question almost. I mean, is it being satanic? Is it an emotion? I think it's a lot of to do with the guitar sound. I mean, when I listen to Venom, Black Metal, Welcome to Hell, I don't get the same Black Metal feeling as I do when I listen to A Blaze in the Northern Sky or The Mysteries of Satanas. To me, that's sort of the birth of current, modern, you know, Black Metal. You can always say that Hellhammer or Merciful Fate, and you can, that's a legal answer as well. To me, it's got to do with you know, this early 90s Norwegian albums, that sort of feeling, listening to Dark Throne and Mayhem early 90s. To me, that's Black Metal. And I mean, the photos were there, the attitude in the interviews was there, and the whole spirit and the image, it was all there. So I would say that that's Black Metal to me. Eins, was ich sehr gesund an der isländischen Szene finde, ist, du kannst dich hier nicht verstellen. Vergiss es, das hier ist zu klein. Es weiß doch jeder, dass du nächstes Wochenende bei der Konfirmation von deinen Neffen eine Rede hältst. Weißt du? Du kannst nur authentisch sein, weißt du? Und natürlich kommen welche auf und die, weißt du, als wären die Größen und die versuchen sich so zu behaupten, das klappt 2-3 Jahre und dann sind sie raus, weil einfach dann keiner Bock auf die hat. Das ist das, was du erzählt hast. Aber dann, wenn man auf der Bühne ist und du präsentierst was, entweder du machst es ganz oder du lässt es. Und deshalb ist wie dieser Kontrast, den du gerade beschrieben hast, ich weiß genau, also wie ich das auch empfinde, das ist auch diese Skater-Punk-Band da, die machen es voll und ganz. Die machen das nicht so ein bisschen, die machen das voll und ganz. Und dann sind sie auch voll und ganz beim Anpacken. We'll be right back.
Ich habe ja mit Arnie ein Gespräch schon geführt auf Twitch. Da haben wir uns 2 Stunden lang über isländische Bands unterhalten. Und es war einfach großartig. Du hast erzählt vom ersten Versuch eines Isländers, eine Kirche anzuzünden. Ja, Kollege von mir, ja. Ich habe für ihn Schlagzeug gespielt. Das ist leider einer dieser brillanten Genies, die es nicht schaffen, was zu veröffentlichen. Aber der war wirklich, das ist, als die Black Metal Szene so richtig in den Anfängen hier war, also ja, so 2000, der 97, 98, sowas. Und ja, der hat versucht, der ist der Einzige, von dem ich weiß, hier in Island, der den Versuch gemacht hat, eine Kirche anzuzünden, und der wurde zum Glück erwischt. Und, oder je nachdem, wie man das sieht. Aber das ist auch, er hat doch eine Kirche, er hat eine Freikirche, die liberalste Freikirche in Island ausgesucht. Vermutlich, weil sie einfach viel Holz hatte oder sowas. Und man dachte so, okay, du möchtest jetzt, ich kann verstehen, dass du Christentum hast und dass du, aber warum dann die liberalste? Die gerade für, weißt du, Rechte von anders Menschen, egal. Aber vielleicht waren auch nicht an einem, so einem Platz, wo das die innere Logik so bestimmt hat. Mhm. Jedenfalls wurde er geschnappt und müsste in die Psychiatrie irgendwie für 2 Wochen, und dann wurde er danach entlassen und ist direkt nochmal zur Kirche und wird dann gleich nochmal geschnappt. First thing that comes to mind is Tyranny by Beyond the Sticks by Fingon. Not really old, but it's older than most of the current black metal bands from the north in Iceland. Like, they're very isolated dudes. I've never met them. Like, nobody really knows them. So they made this demo and it's absolutely flawless. But I mentioned this, and it's the first thing that comes to head with a very nostalgic place. But if we are being very serious, I would say that I think that Svartidauði is probably the most important black metal band in Iceland, and their albums are just flawless. And there was a lot of excitement when Flesh Cathedral was coming out. They already released this rehearsal demo with 2 songs, so half of the album, and I even prefer this rehearsal demo over the album. It's really, really pure. Das allererste isländische Black Metal Album kommt von welcher Band? Das war Flames of Hell. Flames of Hell, ja. 1987? Ja, sowas. In dem Dreh rum. Ja. Das ist so mehr die Tradition des alten Heavy Metals. Es ist nicht das, was wir jetzt heute von Svartidauði oder Navra kennen. Ja. Ja, es ist ja nicht von dem, es ist ja, Flames of Hell ist ja nicht von diesen norwegischen Second Wave, Euronymous Metal und Darkthrone Black Metal geprägt, sondern es ist das, also das davor, also noch uriger, wenn man das so mag. Das ist so einer der vielen, also es gibt auch mehrere, Sororicide und so weiter, ein bisschen mehr Death Metal natürlich, die so die Zünder sind, aber so richtig. Aber auch Minna Solstafir waren auch einer der ersten Black Metal Bands. Das ja, war richtig. Ja, und mit Potentium zusammen auch. Solstafir und Potentium, das waren so die 2 Black Metal Bands, die gespielt haben, als ich angefangen habe, auf Konzerte zu gehen. You know, 10 years ago we didn't have smartphones, and after we got smartphones
I noticed that the time between albums by all the bands in the world, it's been expanding. So, you know, it looks like we have too much distraction to focus on being creative. So maybe it was a better time before all this fucking internet distraction. And I don't know how to say. I don't really see a difference between us here, the musicians in Iceland, and I don't know, fucking Sepultura in the 80s. Like, it's the energy of youth. You can really feel that with, for example, Sepultura. And I kind of, when I listen to Sepultura, like, it's I can relate to this. It's like with ADHD. I have a nephew that has very bad ADHD, and he was, when he started doing medication, he was asked, how do you feel different after you do your medication? He said, I don't feel as hot. Like, there's this warmth that makes me wanna go crazy, and when I take my medication, that goes down. I think this warmth is also what's inside young people that are making fast music or crazy music, like metal or whatever. So I think we might have an idea there. Schon sagen, und das entblößt natürlich auch das Northern Punk, dass es, ich sag jetzt einfach mal, 50 isländische Bands sind, die hier spielen, aber du hast eigentlich Backstage oder es ist ja alles sehr offen, 25 Leute, die in allen Bands spielen, also mal übertrieben gesagt, und es ist eigentlich nicht übertrieben. Es sind wirklich sehr viele Bands, aber es überschneidet sich, und gerade die Schlagzeuger, gut, das hast du überall, spielen überall, und man hilft sich hier und da aus. Aber das ist auch, was ich auch, wenn man so sagt, man kann nicht sagen, dass es ein Side-Projekt von dem und dem, weil es sind halt, das sind alles Projekte. Und manche werden so mehr, haben vielleicht einen Fokus oder haben halt den Durchbruch, aber die anderen Sachen sind auch eine selbstständige Idee, so, das ist ein wirklich etwas, was, und weil du von den vielen Bands gesprochen hast, ich habe so öfters, dieses Jahr habe ich es gehört, und dann auch, ich habe das nicht das erste Mal, dass ich das höre, soll ich sagen, ey Alter, wenn das der Freitag war, so, was war das denn? Und habe auch manchmal einfach bei der ersten Band so, das ist eure erste Band? Was kommt jetzt eigentlich danach? Weil es ist wirklich keine, also alle Bands, die spielen, sind richtig gut. Ja. Das ist einfach so. Und wir haben, also ich weiß nicht, ob wir das vielleicht am Anfang ein bisschen versucht haben, so die größeren Bands, ein bisschen so zum Schluss, aber hey, nee, vergiss es, die sind einfach, du kannst nicht sagen, und jetzt gucken wir einfach nach dem, oder Eier ist da ein Genie, wie bauen wir den Tag auf? So eine Dramaturgie. Ja, ja, das ist so, wie man ein Lied schreibt aus Riffs und dann eine Platte aus Liedern, das muss irgendwie Sinn machen, und dann ist, also das ist eine Band als Letzte oder Erste oder in der Mitte, also das muss zu der Energie passen, ne? Und das ist... Ja, und wir haben so ein bisschen zwei Bühnen, also unsere normale oder Hauptbühne und dann so im Foyer. Und vielleicht am Anfang hat man gedacht, spiele ich da vorne in dem kleineren Raum da mit dem so. Aber jetzt sagen auch Bands, nee, ich möchte da spielen, weil das passt besser zu der Energie, die wir haben. Wenn du es nicht selber machst, wenn du die Musik nicht machst, dann hast du hier einfach keine Konzerte. Du kannst nicht dich darauf ausruhen, ja, ich wohne hier in einem Ballungsgebiet, und wenn ich jetzt auf ein cooles Konzert möchte, dann gehe ich da halt hin. Und
mache schon ein bisschen was, aber ja, nee, es, wenn du es nicht, wenn das nicht aus den Leuten selber rauskommt, dann ist einfach nichts. Und das aber dann auch in diesen verschiedenen Konstellationen jedes Mal was Besonderes kommt, ne? Weißt du? Dass das nicht, kannst nicht hier mit einer Copycat-Band, es interessiert kein Schwein, dann kann ich halt Radio hören. Ja, und dann, weil jeder halt, jede Konstellation von Menschen und diese Authentizität, die, mit dem man einfach nur, also anders kommt man hier nicht weiter oder kommt man hier nicht an, dann entsteht auch authentische Musik. I just have a very strong drive to play aggressive music, being a little bit antisocial. And I don't know, portraying my, I don't know, despise for the normal community that our society is, and just bringing out something nasty as a fuck you to the common people. But I don't really want to bother telling some strangers to fuck off. I just really like to do something different and pushing the limit, being as extreme as possible, but not only as extreme as possible, but also melodic or however I feel like. Just really, really love making music. I think music is probably the best thing to grasp in our very rare opportunity to be alive on this planet. Ich denke auch, was mich ein bisschen entsetzt hat, als ich dann nicht nur auf Konzerten vielleicht mal in Europa war, sondern als ich dann auch Musiker kennengelernt habe und mitgeholfen irgendwelche auf einem Konzert oder selber ein Konzert gespielt oder sowas, dass diese Lager, ne, auch Lager zwischen Bands, die ähnliche Musik machen, ne, oder Lager zwischen, wir machen solche Musik und das, dann gibt es eine andere Szene und das wird irgendwie so abgegrenzt und das nee, hier ist das, nee, hier ist das einfach, wird belächelt, wenn man so, ja, weil das ist ja fließende Einflüsse von der, die da, also wie zum Beispiel, Nordamerika ist ein gutes Beispiel dafür. Da stehen die Black Metal Typen und gucken sich irgendwelchen Coldwave an, der einfach richtig cool ist, so Kerl und Mechler zum Beispiel, die gucken sich das an, hey, das ist richtig geil, ich mag richtig diese Energie und ich mag diese Stimmung, und das heißt dann nicht, dass die unbedingt dann die Melodien kopieren. Also sie denken, hey, das ist geil, ne? Und dann, wir machen zwar Black Metal oder wir machen Punk oder was auch immer, ja, und dann hast du auch die Punk-Kids, die sind auf den Black-Metal-Konzerten und so, und die sind da so, und die stehen da und so, wow, das ist, ne, weil die wissen, das ist so geil, aber die machen was anderes, ne, die versuchen da nicht irgendwie, ja, und das ist etwas, was mich ein bisschen schockiert hat, weil das ist wie kann ich das formulieren, ohne zu übertreiben, also dieses in den Rücken stechen, weißt du, einander in den Rücken zu fallen, dass ich, und dann denke ich, hey, wie wollt ihr als Szene aufsteigen, wenn ihr euch zentlich gegenseitig runterzieht, wie, das ist so bescheuert, ne? Und dann wird mal einer groß oder kriegt dann einen Plattenvertrag und sagt, ich weiß nicht, die haben nur, das ist nur, weil er den kennt, die Musik ist kacke und so, hey, wow, er hat einen Plattenvertrag mit denen, ach cool, hey, super, gut, weißt du. Und dann denkt man nicht, und macht das irgendwie, man denkt, hey, shit, warum haben wir eigentlich jetzt, weißt du, warum haben wir noch nicht, ne? Und überlegt so, okay, wir müssen einfach, die haben das und das ernst genommen, also zum Beispiel Netzwerken, das haben wir bis jetzt nicht so ernst genommen, okay, das stimmt, das, man muss das einfach auch machen, ne? Und, also natürlich ist, es ist, natürlich ist Konkurrenz und natürlich, ne? Aber das kommt dann auf im Ehrgeiz und nicht in, ich mach die klein, weißt du? Weil wie dumm siehst du aus, wenn sie dann später auf, was weiß ich, Wacken spielen oder irgendwas und du hast die klein gemacht. Dann siehst du, sitzt du da wieder, Dumme, ja? Weißt du? Das kommt alles zurück. I don't think that Iceland has any more creativity than, let's say, Sweden or Scotland or something. Sure, I mean, you could go to Sweden. I mean, they had all this, the birth of death metal and they even a lot of good black men, Bathory is the Swedish, and so maybe it's
bad weather. You grew up in the 80s. There's no, I mean, there was no TV here. On Thursdays, we had black and white TV with like four TV shows. Would be Taggart, Derek, and Dallas. So, crap TV, no entertainment. This is just gets exciting for young men. There's no internet, of course. So when you see, I mean, the first time I heard Slayer, it was like, what? It's like discovering a religion. The first time I heard Autopsy or Mayhem. So I don't think it's, I don't think we have more creation than you know, around us, but it's always been sort of this artistic thing, kind of being an outcast, not knowing who you are, because I never fit into sports. I think most artists, we're not the pretty boys or the pretty girls who were like the popular ones at school, you know, getting all the attention, being the captain of the football team or whatever you want to do. More like the outcasts, the weirdos. Yeah. Fucking weirdos who just found each other and started creating stuff. Sehr wichtig, dass wenn man eine fremde Kultur besucht, dass man sich dort an die Gegebenheiten anpasst. Und du hast gesagt, dass jetzt in Island gerade Sommer ist. Deshalb habe ich ein T-Shirt an, auch wenn nur 10 Grad sind. Ja, richtig. Das wollte ich nur noch gesagt haben. Das ist, ja, meine Mutter... Es ist, Entschuldigung, ich sage das bestimmt, weil du hast zwei Kinder mit deiner Frau. Ja. Und ihr habt dort immer mal gelegentlich so ein bisschen Stress. Erzähl mal. Ja, der Sommer jetzt, natürlich jetzt auch vor allem, war in Deutschland sehr heiß. Ne? Und das hier im Norden in der Pampa, wo ich aufgewachsen bin, wo es immer windig ist und man manchmal die Sonne sieht, die Sommer zählt man tatsächlich in T-Shirts, also qualitätsmäßig. Das waren fünf T-Shirts Sommer, das heißt, man war fünfmal mit dem T-Shirt, nur am T-Shirt draußen, oder es waren drei T-Shirts Sommer, also hier. Und meine Mutter war da auch, ich kann mich daran erinnern, als Kind, dass meine Mutter konsequent war, oben ohne durften wir als Kinder erst spielen ab 8 Grad. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, da war ich vielleicht 6 Jahre alt oder 7 Jahre alt, wo ich draußen war und ich hatte der Wind ist eigentlich schon recht warm. Es ist sicher schon 8 Grad. Und bin um das Haus gelaufen zum Thermometer und es war haargenau 8 Grad. Und ich so, yes! wenn meine Frau dann sagt irgendwie, die müssen schon einen Pulli anziehen, es ist schon recht frisch draußen. Und ich so, es ist 20 Grad, das ist nicht frisch. Ja, ich finde das schon recht frisch. Und ich so, und deshalb gibt es eine gewisse Diskrepanz, wie dick unsere Kinder angezogen sind, ob ich sie jetzt hüte oder sie. Ja. Ja. Aber das ist, ja. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man hier draußen ist, bei 10 oder 15 Grad, ist das anders, als wenn man in Deutschland bei 10 oder 15 Grad ist. Also was fühlt sich irgendwie anders an. Ich weiß nicht, was ich ganz klar sagen kann, es ist die Erfahrung, die ich am Freitag gemacht habe. Ich kam aus Deutschland und wir hatten, wie gesagt, relativ heiße Tage. Ich komme in Keflavik aus dem Ausgangsbereich raus, hab eingeatmet und es war eine andere Welt. Das ist wie diese andere Welt. Ich bin ja auch nicht besonders esoterisch, aber wenn ich in Island bin, deshalb lache ich da nicht drüber. Ich glaube an Elfen und Trolle. Also ich kann nachvollziehen, warum auch Menschen an Elfen und Trolle glauben, weil es hat eine Realität, die ich nicht erklären kann. Ja. Und die Luft hier, das erklärt sich sicherlich etwas weltlicher, ist auch anders. Sie ist viel frischer. Du atmest ein, es ist Wahnsinn. Mhm. Und diese Kälte spürst du dann in diesem Moment auch gar nicht mehr so stark. Ja, ich weiß nicht, was das ist, aber eben für mich auch definitiv 15 Grad hier fühlt sich anders als 15 Grad in Deutschland. Richtig. Aber vielleicht hat das auch was Psychologisches.
Der ist Pastor in der Kirche dort. Wie ist sein Verhältnis zu der isländischen Mythologie, sage ich auch jetzt einfach mal, überhaupt so der Clash aus dem? Also der isländische Volksglaube, also das normale Christentum in Island ist nicht sehr fromm. Es ist nicht sehr streng, es ist relativ frei. Historisch gesehen waren es auch, ich schweife immer raus, weil es so vieles Interessantes gibt. Ist freier. Es gibt auch durchaus Esoteriker, die Pastoren sind. Mhm. Also die auch wirklich auch diesen isländischen Volksglauben, die das alles sagen, nee, das ist, also das hat was und das ist ein Teil von unserer Spiritualität und wir sind jetzt Christen und auch Jesus war irgendwie so das Licht oder was auch immer. Aber das heißt nicht, dass das alles andere, also was nicht im Kanon steht, dass es das nicht gibt, ne? Oder dass das nicht irgendwie dazugehört. Also das gibt es auch innerhalb der Kirche. Aber ich denke, mein Vater ist da relativ, relativ pragmatisch. Der ist nicht so, nicht auf dieser esoterischen Seite. Und ich denke, mein Vater ist eher auf der Seite, die das als Aberglauben sieht. Weil das hat man ja auch. Die sagen, ja, das ist halt Aberglauben. Aber ja, genau. Aber es ist sehr, also natürlich ein interessantes Spannungsfeld gewesen mit dem, also einer der ersten Black Metal Musikern in Island Schlagzeug zu spielen, der halt zweimal versucht hat, diese Kirche da abzufackeln und wirklich so einen Hass auf diese ganze christliche Welt hat. Und was ich euch durchaus absolut nachvollziehen kann. Und andererseits als Pastorenkind aufzuwachsen, weil das sind halt, aber ich finde, dass das sind immer wieder diese kreativen Gegensätze. Das ist ja auch in der nordischen Mythologie und in vielen Mythologien ist ja die Welt entstanden, in dem Eis und Feuer aufeinander geprallt ist. Ne? Und das ist auch dieses, in der Musik, das Fröhliche und das Düstere. Ne? Und wenn man das schafft, die Funken, das ist da, wo die Funken entstehen. Und es ist eine befruchtende Gegensatz, aber es ist nicht immer so einfach in der, aber das ist, ich weiß es nicht. Es ist auch so, natürlich viele von jetzt meiner Familie oder so,
oder Arbeitskollegen und so, die verstehen diese Black Metal und Punk-Szene, die verstehen das einfach nicht. Die denken, die haben eine Idee, was das ist, aber das stimmt nicht. Das ist nicht so, wie die denken, dass das ist. Ne? Und andererseits ist es aber auch, aber es geht auch ein bisschen in die andere Richtung. Ah nee, du hast einfach immer wahnsinnig viel zu erzählen und es macht auch so einen Spaß zuzuhören. Nein, überhaupt kein Sorry. Ganz im Gegenteil. Wir müssen einfach irgendwann nochmal reden und verschiedene Aspekte näher beleuchten. Ich versuche jetzt mal etwas aus dir herauszukitzeln und zwar als Abschluss. Mhm. Wenn du einen Song schreiben würdest, vielleicht hast du es ja auch schon getan, und die Essenz des isländischen Seins zusammenfassen müsstest, welche Begrifflichkeiten, welche Wörter würdest du benutzen? Elend und Schönheit. Ja. Und das lassen wir so stehen. Arni, ich könnte jetzt herzen. Es ist so schön, hier zu sein. Ich danke dir. Ich freue mich richtig, dass du da bist, dass du wieder da bist. Ja. Und ja, weil du bist einer von denen, die verstehen, was wir machen. Und das tut nicht jeder. Ach, das ist schön. Kinders, ihr wisst Bescheid, die Zeit ist zu schade für Scheiße. Ich habe jetzt noch den Sonntag, ich werde es genießen und wir sehen uns bald wieder.